Klick auf! Heute will ich mal einen einfachen Lauf machen im Bresnitztal. Da hinten seht ihr auch die Karte. Ja, das geht gemütlich hoch und gemütlich runter. Mal sehen, wie weit. Es gibt da auch schöne Flecken. So, los geht's! Oh, der Bresnitztal-Radweg war früher mal eine Schmalspurbahnstrecke. So richtig mit Bimmelbahn und Dampf. Aber das haben sie zu DDR-Zeiten alles weggerissen. Und jetzt ist hier so ein schöner Wander- und Radweg draus geworden. Geht bis Jühlstadt hoch. Und ab Steinbach nach Jühlstadt fährt tatsächlich noch eine Schmalspurbahn als Museumsbahn. Wer das möchte, ist interessant. Parkplatz ausgestattet. Bin ich kurz bei Silvias Bahnhäusl. Das ist ein großer Grosswald im Boden. Kann man sehr gut essen. Aber wir haben Dienstag und Mittwoch Ruhe durch. Ist auch ein Wanderparkplatz mit. Hier kann man auch starten ins schöne Bresnitztal. Ja, die ganzen Brücken hier über die Bresnitz haben alle Namen. Hier ist zum Beispiel die Wehrbrücke. Und hier hat es einen Baum eingeschlagen. Komplett das Geländer kaputt gemacht. Wehrbrücke. Das ist irgendwie logisch. Niederschmiedeberg. Vorkart. So, Niederschmiedeberg beim Spielplatz vorbei. Haben wir hier typisch Erzgebirge, Tradition, Bergbau, ganz fein gemacht. So, dieser Schmiedeberg aus Ausgang, kehre ich wieder um und es geht zurück. Parkplatz nach Steigerwalde. Ganz so ungefähr 12 Kilometer oder so. Ja, guck, Schnee. Und Eis. Herrlich. Wieder am Parkplatz Steigerwalde angekommen. Das Auto steht auch noch. Ist immer von Vorteil. Puh. So. So. Das sagt die Uhr. Weiß nicht, kann man es erkennen. Ja. Reichlich 12 Kilometer. Aber das reicht. Für heute. Ja. Lässt sich auch schön wandern. Und hier haben wir da nochmal alles beschrieben. Von Wolkenstein. Die ganze Strecke, die man bis hochlaufen kann nach Jühlstadt. Oder auch nach Christoph Hammer. Da war ich letztes Wochenende auf dem Hassberg. So, na dann, klick auf. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal vielleicht.